Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag von der Türkei-Reise. Und ja, wir sind gerade aufgewacht und ich habe nur noch 10 Minuten, um mich fertig zu machen für das Frühstück. Und dann hat mein Magen, glaube ich, schon nicht. Ich habe übelst Hunger. Und ja, machen wir uns einfach mal schnell fertig, ne? So, wir sind jetzt fertig. Ich habe zwar noch kein T-Shirt, aber zieh ich gleich an. Aber wir müssen jetzt auf meine Eltern und so warten, weil die sind gerade erst aufgewacht, weil mein Bruder war gerade da drüben und anscheinend lagen die alle noch im Bett und deshalb müssen wir jetzt warten. Und ich dachte einfach mal, wir kommen viel zu spät, aber wir sind einfach die Ersten, die wach sind und so. Läuft auf jeden Fall bei uns und ja, wir sehen uns dann gleich beim Frühstück. So, ihr habt gerade gesehen, wie wir gegessen haben. Und ja, ich war gerade noch bei der Massage, war auf jeden Fall mega entspannt. Und jetzt war ich gerade duschen und habe Badehose angezogen. Und dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal nach draußen. Ich glaube, man hört es. Ich zeige euch das einfach mal. Da draußen ist gerade irgendeine Show und da laufen wir einfach mal hin. Bis gleich. Hey yo, this right here, this is honestly the jam. To make them all say, yo, he's honestly the man. All my Ferris Bueller shit, school is never in the plan. Cause what I got is special like a jewel that's in the sand. They can move it, they can slam, rappers like to pretend. I always keep it real, that's why they like me to win. And whoever thought that my life would begin by inspiring the world through the strike of a pen. So I gotta thank the fam, cause they made me who I am. First they showed me how to fall and they taught me how to stand. I just gotta be myself and they'll all understand. Like an Aloe Black song, I'm the man, I'm the man. I took a theory and I turned it into fact. We took a couple rock songs and turned them into rap. Y'all all liked it better cause I gave it what it lacked. Had some fun with it and then I gave it back. Cause this is for you. This goes out to you. This goes out to you. This goes out to you. So, wir gehen uns jetzt umziehen und dann gehen wir Mittagessen. Nein! Wir sind endlich hier und wie ihr seht, wurde hier fett aufgeräumt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ach ja, ich wollte euch sowieso noch das Bad zeigen, also so eine kleine Roomtour. Also, wir haben hier zwei fette Menschen. Das Waschbecken, die so ein Mini-Föhn, der ultra behindert ist, weil, Alter, der Föhn echt nicht draußen, das ist viel leichter. Und hier so ein Spiegel. Hi. Ja, Klo, was mit Klamotten zu ist. Und ein Waschbecken zum Duschen. Mit einer Kamera. Ja, yeah, und da ist eine GoPro von dem hier. Link ist in der Beschreibung von dem. Machen wir mal die Tür zu. Die Schlafbrille weg. Stehe. So, und wir ziehen uns jetzt um, gehen dann Mittagessen. Danach haben wir vor, zum Meer zu gehen. Und ja, dann sehen wir uns gleich. So, wir haben jetzt gegessen und ich habe meinem kleinen Bruder versprochen, für 10 Euro was zu kaufen, weißt du? Deshalb gehen wir jetzt ins Hotelzimmer, holen Geld und dann will er sich irgendwie eine Luftmatratze oder so kaufen. Für 8 Euro und ja, gehen wir einfach mal hin, ne? Da. Die. Ja, hier. Warum? Oder wollen wir eine grüne? Ey. Schon hier bezahlen? Mhm. Ja, gerne. Hier, 8 Euro. 2,5er. Danke, Schatz. Später nochmal will ich mir, ich mag ihn wieder gucken, okay? Okay, danke. Bitte. So, so, da haben wir die Luftmatratze für Thomas endlich. Moment! Ja. Oh, geil! Boah, ist die große! So, Leute, wir sind hier gerade auf der Terrasse von uns. Es ist sehr, sehr hoch hier. Nice. Ja, erstes Stockwerk. Aber wir gehen gleich, also wie ihr seht, ich habe eine Badehose angezogen. Und ich ziehe gleich mein T-Shirt aus und dann gehen wir ins Schwimmbad zu den Wasserrutschen. Und da nehmen wir natürlich die GoPro mit und filmen ein bisschen. Yeah! Funny name for my fanbase, but they still love me cause I'm something that you can't hate. Plus I draw what these other dudes can't trace. Out of this world, you better off trying to scan space. A bed of nails, ain't no sleeping on a kid. I don't usually smoke, but now I'm cheaping on the clip. It's never easy to cope when the reason you exist is to carry the torch. Why niggas reaching for the shit, but I got it. No, I'm not a novice, I know I'm an artist. And also a product, and I got friends that look like Mike Brown. But I got some friends that live in white towns. So I try to find a way to
stay cool. But somehow I always manage to break rules. And if I ever lied on a record, Lord, let me die today. Huh. And by the way, I do this for you. This goes out to you. This goes out to you. So, da bin ich wieder. Wir waren gerade im Schwimmbad und ja, danach waren wir halt noch im Meer. Da seht ihr mal kleine Ausschnitte. This for any being, being creative. I thank you for the things that you have created. Even if it seems that we ain't related, you're the reason I ever had dreams of being the greatest. I could rush to the finish, but shit is better patient. Feeling like I'm minutes from a celebration. Pour champagne glass, leaving demons in the past. One toast for success. Und ja, wir gehen jetzt erstmal duschen und danach gehen wir nach draußen. Da ist so eine Art Show oder so. Und da schauen wir uns einfach mal an. Ich nehme auf jeden Fall die Kamera mit und filme ein bisschen. Aber jetzt wird erstmal hier hart geduscht. Ja. Leute, guck mal, was mir Brian gerade geschenkt hat. Da ist zwar nicht mehr viel drin, aber das gehört jetzt alles mir und das esse ich alles auf. Lecker. Aber erstmal wird das gegessen. So, wir sind jetzt hier draußen, essen noch Eis mit den allen. Ich sag euch, was wir gleich machen, weiß ich noch nicht, aber dann sehen wir uns einfach gleich, wenn wir was Cooles machen. Jo, wir sind jetzt gerade hier auf dem Zimmer von Michael und gucken gerade hier die Aussicht an. Und der hat auf jeden Fall eine bessere Aussicht als wir. Und da sieht man vielleicht, ich weiß nicht, ob man das im Weitwinkel sieht, aber da ist das Meer. Und da ist ein Palast. Da ist noch ein Hotel oder so, was glaube ich auch ziemlich cool sein könnte, aber unseres ist geiler, weil es in der Meer ist natürlich. Und da unten, da ist so ein Fluss oder so, ein Kanal, keine Ahnung. Und hier sind andere Hotels. Und da gibt es fette Schildkröten. Leider sehe ich gerade keine, aber wir angeln uns eine. Hier sind auf jeden Fall welche drin. Und ja, Michael hat dasselbe Hotelzimmer wie wir. Ja. Dann mal gucken, was wir so machen, ne? Und dann sehen wir uns gleich. Jo, wir gehen gleich nach draußen. Es ist, wie ihr bereits wartet, ich zeige euch das. Es ist schon dunkel, ihr seht wahrscheinlich nur mein Spiegelbild. Hi. Und wir gehen gleich einfach mal schwimmen bei Nacht. Das ist einfach geil. Und ja, dann nehmen wir euch natürlich mit einer GoPro. Oh, dann sehen wir uns gleich. Hey yo, this right here, this is honestly the jam. To make them all say, yo, it's honestly the man. On my Ferris Bueller shit, school was never in the plan. Cause what I got is special like a jewel that's in the sand. They can move it, they can slam, rappers like to pretend. I always keep it real, that's why they like me to win. And whoever thought that my life would begin by inspiring the world through the strike of a pen. So I gotta thank the fam, cause they made me who I am. First they show me how to fall, and they taught me how to stand. I just gotta be myself, and they'll all understand. Like an Aloe Black song, I'm the man, I'm the man. Yo Leute, wir sind hier gerade draußen noch. Ich zeig euch das einfach mal. Da vorne ist voll die Show. Und wir waren ja gerade im Wasser, habt ihr gesehen? Da. Aber wir gucken uns das nicht an, weil wir hatten irgendwie Lust auf Schwimmen und wir trocknen uns jetzt ab und gehen aufs Hotelzimmer. Und das ist kalt geworden, ne? Lasst uns rein, Leute! Lasst uns rein! Hallo! Hi! Ich bin Dubrovka. Wir wollen rein. Ja. Ich bin Dubrovka. So, Leute, wir sind zurück in der Hut! Ja! Ich bin Dubrovka. So. Ich hab die ausgeschlossen. Guck mal im Spiegel. Mann, sehe ich fertig aus. Aber gleich wird erstmal das Sixpack angegessen. Das macht man am besten mit Pringles. Ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt erstmal um und ich glaube, man hört es, meine Stimme ist ziemlich am Arsch. Und dann gucken wir mal, was wir machen. So, ich sitze jetzt hier gerade im Zimmer und ziehe die GoPro-Aufnahmen gerade rüber. Die von Allegria, die kommen natürlich auch gleich. Die anderen, die gucken gerade da Fußball. Ich weiß nicht, wer spielt da gerade. Das können wir ja mal nachgucken. Die spielen gerade. Steht 1-2, 58. Spielminute. Aber ich muss sagen, Fußball interessiert mich nicht so. Ich gucke höchstens EM oder WM, aber mehr auch nicht, aber auch selten. Und die können jetzt halt chillen, die anderen sind gerade trinken holen. Ja, sonst gucken alle halt hier auf den Betten Fußball und ich als YouTuber, ich darf hier
GoPro-Aufnahmen rüberziehen auf den Laptop und dann fresh schneiden. Ja, sowas macht man. Und es ist gerade, bei euch ist es fast 10 Uhr, bei uns ist es fast 11 Uhr. Und ja, 11 Uhr fast. Gestern war ich bis 12 wach, um das Video hochzuladen. Und ich bin saumüde vom Flug und alles noch. Aber es juckt mich nicht, ich schneide jetzt das Video, lade es euch hoch. Und ja! Schneiden macht so Spaß! Nein, das ist so scheiße!